Heute habe ich für euch einen schmackhaften, pikanten Bohnen-Hackfleisch-Eintopf mit Kürbis, passend zur herbstlichen Jahreszeit. Es ist ein wunderbares Rezept, es ist gesund, es lässt sich sehr leicht kochen und es ist ein ganz, ganz tolles Familienrezept. Ich wünsche euch viel, viel Spaß mit diesem Eintopf-Rezept. Und hier auch schon die Zutatenliste, es ist alles unten in der Beschreibung nochmal hinterlegt. Wir fangen an mit dem Rinderhackfleisch und würzen es mit einem halben Teelöffel Kreuzkümmel, mit einem Teelöffel Paprika edelsüß oder rosenscharf, mit Salz und Pfeffer und dann wird alles gut vermengt. Knoblauch, Paprika und Zwiebeln habe ich bereits fein gewürfelt, die Petersilie gehackt. Und hier kommen jetzt noch die weiteren Zutaten. Das ist 1 Liter Wasser, 3 Dosen Kidneybohnen, 1 Dose Tomaten, Rinderbrühe, Salz, Pfeffer und Öl. Wie schon bereits erwähnt, muss der Kürbis nicht geschält werden. Du brauchst ein scharfes Messer und einen Esslöffel. Jetzt halbieren wir den Kürbis und anschließend höhlen wir ihn einfach mit dem Esslöffel aus. Das geht ganz schnell. Die Enden werden dann abgeschnitten und entfernt und dann werden erst Streifen geschnitten und anschließend schneiden wir den Kürbis in Würfel. Ich erhitze jetzt eine Pfanne oder einen Topf auf höchster Stufe und dann fange ich an, als erstes das Hackfleisch schön braun zu braten. Ich mache das gerne vorher alles in eine Pfanne, weil ich dadurch einfach das Hackfleisch schön braun und krümelig bekomme und schütte es später um in einen Topf. Bevor ich das Hackfleisch wende, brate ich es jetzt wirklich auf einer Seite für circa 1,5 Minuten an. Dann bekommt es schon mal Bräunung und das verhindert auch gleichzeitig, dass zu viel Wasser aus dem Fleisch rauskommt. Zwischendurch immer mal mit einem Pfannenwender das Ganze etwas krümeliger gestalten. Wenn das Hackfleisch leicht gebräunt ist, geben wir Zwiebeln und Knoblauch dazu. Wir bleiben bei der hohen Temperatur und braten das Ganze nochmal für 2 bis 3 Minuten mit an. Anschließend die gewürfelte Paprikaschote dazugeben und auch nochmal mit für 2 Minuten anbraten. So, jetzt gebe ich die Dose Tomaten dazu, vermenge das alles und lasse es kurz noch für 1 Minute ungefähr mit einköcheln. Und jetzt ist auch der Zeitpunkt, wo ich alles umschütte in einen Topf. Jetzt kommen die abgetropften Kidneybohnen dazu. Dann kommt 1 Liter Wasser dazu, 4 Teelöffel Rinderbrühenpulver. Das alles vermengen wir. Und anschließend wird der Eintopf erstmal mit Deckel für 15 Minuten gekocht. So sollte der Eintopf während der nächsten 15 Minuten kochen, halbe bis dreiviertel Temperatur. Nach 15 Minuten geben wir jetzt den gewürfelten Kürbis dazu, vermengen alles. Nochmal kurz gucken, wenn der Eintopf bereits zu dick ist, nochmal einen Schluck Wasser drauf geben, so wie ich das hier getan habe. Wieder den Deckel drauf und dann wird das Ganze nochmal für ca. 10 Minuten gut geköchelt. Nach 10 Minuten mal kurz eine Garprobe von dem Kürbis machen, ob er auch schön weich ist. Dann nehmen wir den Deckel ab und dann wird die Suppe nochmal für 10 Minuten ohne Deckel gekocht. Nochmal alles gut abschmecken und dann ist der Eintopf essfertig. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Rezept und noch einen wundervollen Tag.